Es ist mir eine Freude vorzustellen, zwei Autoren, den einen Albert Knorr zu meiner Rechten, der auch der Initiator dieses Verlagskonzeptes ist, über das wir gleich mehr hören werden, und als Co-Autor und frühere oder immer noch Leseratte Bernhard Schneederle, die miteinander ein Buch verfasst haben, Mammut, Lizenz zum Leben. Und ich jetzt meine Unterlagen nicht bei mir habe, aber ich kapiert habe, dass es da zwei Worte gibt. Das eine ist Mama, das ist irgendeine Art Göttin der Unterwelt, die da eine Rolle spielt in einer Sage im sibirischen Feld. Und Mut ist, glaube ich, ist wie die Tiere geheißen haben oder so ähnlich. Also Sie werden das noch genauer sagen können. Es ist jedenfalls eine Art Wissenschaftsthriller, der einerseits in einer Rekonstruktion einer alten Sage spielt aus den sibirischen Tundra-Taiga-Gegenden, aus Nordsibirien vermute ich mal, andererseits absolut in der Gegenwart spielt, nämlich eine Art, eine Art Krieg um die genetische Vorherrschaft zur Wiedererschaffung von Mammuts zwischen verschiedenen Interessensgruppen, und mittendrin spielt ein durchaus sehr realistisch dargestelltes Wiener Naturhistorisches Museum eine gewisse Rolle, das sogar hier auf der Titelseite als Logo vorkommt. Bevor wir aus dem Buch zitieren, wenn Sie das wollen, also es ist üblicherweise, können Sie dann eine Passage oder zwei vorlesen, aber ich glaube, in dem Fall ist es auch sehr interessant, wir hatten bisher normale Verlage, sage ich mal in Anführungsstrichen, einen burgenländischen Verlag, einen Wiener Verlag und Verlagswelt eben. Diesmal ist es der Verlag, wenn ich das richtig lesen kann, der mit dem Leserat, genau. Initiiert eben von Albert Knorr. Und Albert Knorr wird jetzt ein bisschen mehr erzählen können, was es mit diesem Verlagskonzept auf sich hat. Hören mich alle? Ja, ich glaube schon. Also ich zumindest höre Sie. Gut, wunderbar. Das Verlagskonzept dahinter ist, ich habe mir Testleser gesucht für mein erstes Buch, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Im Internet damals, weil ich mir gedacht habe, ich habe ja vorher noch kein Buch geschrieben, möchte herausfinden, ist das, was ich schreibe, massentauglich, gibt es dafür Leser, die sich interessieren. Habe das dann im Internet verschickt, habe gesagt, möchtest du mal Probe lesen? Damals war das die Sensation, heute gibt es das tausendfach, würde nicht mehr funktionieren, sage ich gleich dazu, kenne viele, die das kopiert haben und gescheitert sind. Damals war das eine tolle Sache, dass jemand aus seinem Buch vorab, also lange vor Veröffentlichung, Passagen freigibt. Bei mir war es ein Viertel des Buchs. Ich glaube, Stephen King hat das auch gemacht einmal, nicht? Der Thriller-Autor. Also ein Thriller-Kollege. Mag sein. Also für mich, allen, denen ich davon erzählt habe, haben mir gesagt, okay, das kannte ich so noch nicht. Ja? Also ich will das nicht abstreitig machen dem Stephen King. Das Interessante bei mir war, dass ich relativ schnell festgestellt habe, dass es Leser gibt, die in gewissen Bereichen, trotzdem, dass ich gedacht habe, ich recherchiere eigentlich schon sehr gut, mir dann gesagt habe, das stimmt so nicht oder das habe ich anders oder das. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, okay, da ist ein ungeheures Wissenspotenzial, ein Pool an Spezialisten, die ich anzapfen kann, die sich aber kein Verlag der Welt für Geld leisten könnte. Aus dem einfachen Grund, weil ich Sättigungstaucher unter meinen Testlesern habe, Piloten, Gehirnchirurgen, eine unter Anführungszeichen einfache Sekretärin, also wirklich alle Berufsgruppen, und die stellen mir alle freiwillige Wissen zur Verfügung und unentgeltlich. Das heißt, wenn ich 3 Stunden mit einem führenden Wissenschaftler von der University of Berkeley über das Klonen von Mammuts sprechen möchte, wirklich ganz oben on top, live dabei, ganz vorne, dann stellt mir der 3 Stunden seiner Zeit via Skype zur Verfügung. Wir haben dann auch geskypt, als er zum Beispiel in Spitzbergen war, auf Forschungsding, ja, der hat sich dort oben die Zeit genommen und hat gesagt, nein, das muss weitergehen, das Buch muss fertig werden, ich verstehe das, ja. Ich könnte diese Zeit nie bezahlen. Der Mann verdient wahrscheinlich mehrere tausend Dollar pro Stunde, aber es war ihm einfach ein Anliegen zu sagen, jemand beschäftigt sich, ich nenne es jetzt mal trivialwissenschaftlich, mit meinem Thema, bringt das einer breiten Masse vom Publikum näher, die ich nie erreichen würde mit einer Doktorarbeit oder mit einem Bericht oder einer Veröffentlichung im Nature zum Beispiel, weil das halt unter Wissenschaftlern gelesen wird, aber nicht von normalen Menschen, um es jetzt böse auszudrücken. Und das ist für die natürlich auch eine Chance, ihr Wissen weiterzugeben. Und dieses Konzept hat sich dann immer weiterentwickelt. Und heute bin ich in der glücklichen Lage zu sagen, dass diese Leute alle Leute kennen, die mir wieder Türen öffnen,
und ich mittlerweile wirklich kaum noch ein Thema anfasse, wo ich sage, ich finde niemanden, der mir dazu was sagen könnte. Also ein Pionier des Crowdsourcing. Könnte man so sagen, ja. Es ist das erste Wikinomics-Projekt im Buchbereich. Das hat schon 14 Mal funktioniert, das ist Ihr 14. Buch. Ja. Gell? Und Sie finden dann immer wieder, nicht immer, aber immer öfter, wie es so schön mal geheißen hat in der Werbung, Co-Autoren. Co-Autor Schnederle. Wie sind Sie zu dem, Sie sind zu diesem Job gekommen? Ganz laut, ganz nah dran. Ja, nah dran, ganz nah dran. Also begonnen hat das alles vor einigen Jahren, als ich auch über einen Internet-Testleser-Aufruf auf die Bücher vom Albert gekommen bin. Also er hat damals in einem Amazon-Forum gepostet, dass er Testleser sucht für ein neuestes Buch. Das war damals das dritte, glaube ich, das war Band 1. Band 1 hat damals auch schon im Naturhistorischen Museum in Wien gespielt. Ja, ich habe den Albert angeschrieben, habe die Leseprobe bekommen, die Leseprobe überprüft, gelesen, angemerkt. Das Ganze habe ich dann für die nächsten Bücher ebenso gemacht, war dann, glaube ich, 2 Jahre später auch das erste Mal auf der Buchmesse vertreten. Und ja, seitdem bin ich aufgestiegen von der Testleseratte quasi zum Begleitleser. Der Unterschied darin liegt, dass man nicht nur die ersten 100 bis 125 Seiten des Buches Probe liest, sondern laufend das ganze Buch mitliest, während es entsteht. Und letztes Jahr haben wir dann nach der Buchmesse mal ein Gespräch geführt. Ja, Albert, wie schaut's aus? Nächstes Jahr, was hast du so vor? Was schwebt dir so vor? Welches Thema? Und ja, er hat mir gesagt, Mammut. Und dann überlegt, okay, erzähl mir mehr darüber. Und ja, so begann das Ganze dann. Ich war dann zu diesem Zeitpunkt gerade auch in London und habe ein Auslandssemester dort gemacht. In was, wenn ich sagen darf? Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Und wie sehr viele vielleicht wissen, befindet sich in London das Natural History Museum, eines der größten naturhistorischen Museen der Welt und auch ein sehr bekanntes. Und das traf sich dann natürlich entsprechend gut. Da konnte ich auch vor Ort recherchieren, gewisse Dinge eruieren, Fotos schießen für die Recherche. Und ja, dann haben wir eben mal ein Kapitel geschrieben und dann ein weiteres und letztendlich waren es dann 400 Seiten, die wir heute stolz präsentieren dürfen. So ein bisschen im Ping-Pong, dass ihr euch ergänzt habt? Oder hat einer eine Fassung geschrieben und der andere hat es bearbeitet? Wie hat das ausgeschaut? Genau, also das hat meistens so funktioniert. Wir haben viel miteinander gesprochen auch, Brainstorming betrieben. Was stellen wir uns gegenseitig vor? Dann haben wir meistens so, sind wir so vorgegangen, ich habe ein Kapitel mal geschrieben. Er hat mir dann zurückgeschrieben, das war gut, das war schlecht. Zu Beginn war mehr schlecht als gut, das wissen wir beide. Also die ersten 8 Seiten haben wir gekürzt auf 4 Zeilen, circa. Das ist hart. Das ist hart, ja. Aber ja, also das war ein ständiges Hin und Her. Er hat mir dann was geschickt, ich habe das gelesen. Haben Sie es dann auch zusammen gekürzt? Genau, umgeschrieben und geschrieben, das ist gut, das ist weniger gut. Das können wir nicht schreiben, weil das passt dann mit meinem wieder nicht zusammen. Das ist wieder gut. Mhm. Und es hört sich vielleicht kompliziert an, gemeinsam ein Buch zu schreiben zu zweit, weil man ja immer die eigenen Ideen hat und die eigenen Ideen verwirklichen will. Aber letztendlich ist es weniger kompliziert, als man denkt, wenn man immer das gemeinsame Ziel vor Augen hat. Ich glaube, wenn man auf der gleichen Wellenlänge ist. Genau, das hatten wir immer und deshalb hat das eigentlich ziemlich gut funktioniert. Gut, jetzt kommen wir mal zum Ergebnis dieser Zusammenarbeit. Also ein Wissenschaftsthriller. Ich glaube, solche Thrillers haben immer als Basis, dass es ein aktuelles Thema, ein Problem gibt, etwas, was wirklich auch in den Köpfen der Leute spukt. Wie war das in dem Fall konkret und wie seid ihr das Material angegangen? Also in dem Fall ging es um die Fragestellung, es war eine Ausstellung über Mammut im Naturhistorischen Museum, die ich mir angesehen habe und da war die Initialzündung, das ist das Thema. Und habe dann mit ein paar Spezialisten darüber gesprochen und bin zu dem Schluss gekommen, okay, grundsätzlich meine erste Euphorie, wir klonen Mammuts, das wird cool. Das ist ja auch, was man immer wieder hört. Genau, das ist dann diesen Fragen der Wissenschaftler im NHM gewichen, wie, was tun wir mit denen, wo sollen die leben, wenn wir Mammuts jetzt klonen, was klonen wir morgen? Mhm. Ganz wichtige Frage. Wem gehört dieses Mammut? Wir reden hier vom Patent auf Leben. Wer dieses Mammut klont, hat nach derzeitiger Gesetzgebung das Patent auf Mammuts jeder Art, die in den nächsten Jahren noch kommen. Das heißt, wer das erste Mammut klont, europäische Gesetzgebung,
dem gehören die Folgemammuts, wenn er das Ding zum Patent anmeldet. In Amerika, das ist zum Beispiel lustig, weil immer über TTIP gesprochen wird, ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber nur eine kleine Anekdote. Wir glauben immer, wenn wir TTIP kriegen, dann wird alles schlechter. In Amerika wäre das nicht möglich, dieses Mammut zu patentieren. In Europa ist es derzeit noch möglich. Das heißt, man könnte hier ein Mammut patentieren und jeder Zoo, der irgendeinen Ableger von diesem Mammut kriegt, müsste ein Leben lang Lizenzgebühren für dieses Mammut an die Firma zahlen, die es geklont hat. Mhm. Das nur so als Hintergrund. Und all diese Fragen waren dann in Summe ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gehen wir es juristisch an, jetzt gehen wir es wissenschaftlich an, wir gehen es auch von den ethischen Fragen an, also was bedeutet das, Tiere zurückzuholen, dürfen wir dann Tiere ausrotten, weil wir sagen, naja, morgen holen wir es wieder zurück, ja? Also wir töten sie nur vorübergehend, vorübergehendes Aussterben, all diese Dinge und vielleicht was auch bezeichnend ist für das Thema, wie aktuell es ist, darf ich ganz kurz? Meine Bücher erscheinen ja in dem Serientitel Sacca Sanguis. Sacca Sanguis. Und dieses hat dann den Zusatztitel Sacca Sanguis The Extinction. Also das Gegenteil von Extinction. Die Extinction rückgängig machen. Das Aussterben rückgängig machen. Genau das ist es. Und das ist nämlich jetzt ein wunderbares Beispiel. Ich habe gefragt, alle möglichen Leute, ja, wie heißt denn das? Es gibt im Deutschen noch keinen Begriff dafür, weil das Thema so aktuell ist. Also jeder sagt Aussterben, aber das Gegenteil davon. Ja? Also Rückaussterben, Unaussterben. Also nur, dass klar wird, das ist wirklich brandaktuell, aber es gibt weltweit mehrere hochrangige Wissenschaftler, die daran arbeiten, entweder Variante 1, ein echtes Mammut zurückzuholen. Das ist wissenschaftlich extrem schwierig, was wahrscheinlicher ist, weil relativ gesehen einfacher, eine Elefanten-DNA zu nehmen, zu sagen, was unterscheidet Elefant von Mammut. Da hätten wir zum einen den Buckel da hinten, kleinere Ohren. Mammuts haben viel kleinere Ohren, weil sie ja in einem kälteren Raum gelebt haben, die Temperatur nicht über die Ohren regulieren mussten. Dafür viel größere Stoßzähne. Zum Teil größere Stoßzähne und vor allem ganz wichtig, lange Haare und Hämoglobin speziell im Blut drinnen, weil es ja nicht gefrieren durfte. Das heißt, die haben eine Art künstliches Frostschutzmittel dabei. All das könnte man theoretisch einem Elefanten in seine Gene reinschießen. Das heißt, man nimmt die Elefanten-DNA, die heute bereits fertig durchanalysiert ist, und sagt, wir wissen, dieses Gen ist verantwortlich für die Ohrengröße. Wir haben zufällig von einem Mammutfund genau dieses Gen gefunden, schießen das Elefantenohr raus, bauen hier ein Mammutohr rein, geben dem Elefanten bei der Haut Fell drauf und geben ihm das Gen fürs Hämoglobin auch noch mit. Was rauskommt, wäre ein Mammufant. Das Ding wäre quasi ein Hybrid zwischen Mammut und Elefant. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, und die Frage darf sich durchaus auch jeder von Ihnen stellen, wenn das Ding aussieht wie ein Mammut, frisst wie ein Mammut, furzt wie ein Mammut, ist es dann ein Mammut oder ist es noch ein Elefant? Und ist es berechtigt zu sagen, na eigentlich ist ja das kein Mammut, weil die Wissenschaft wird sicher kommen und wird sagen, das ist ein Elefant, der zugegebenermaßen genauso ausschaut wie das Mammut, aber die es in den Vergnügungspark stellen oder in den Pleistozänpark, den gibt es in Sibirien schon, allein es fehlen noch die Mammuts, also der das ausstellen wird, vermarkten wird, vielleicht sogar Mammutschinken anbietet, eine Jagd auf Mammuts anbietet, alles denkbar, viel Geld dahinter, der wird natürlich den Massen verkaufen und sagen, das ist ein echtes Mammut. Und alle Kinder, die sehen, werden sagen, das ist ein echtes Mammut. Und dann höre ich schon auf mit dem Monolog, aber es ist noch ein interessantes Beispiel, weil immer die Frage kommt, ja, ist es dann ein Original? Wenn wir heute in die Sixtinische Kapelle gehen und dort stehen von Michelangelos grandiosen Werk, weiß nicht, wer schon dort war, ist wirklich Wahnsinn, muss man sich unbedingt angesehen haben, das, was wir sehen, ist nicht das, was Michelangelo gemalt hat. Kein einziger Pinselstrich. Das ist im Laufe der Jahrhunderte x-fach nachgebessert, restauriert worden. Auch jetzt in den letzten Jahren wieder. Wir sehen eine Kopie von Michelangelos Werk und sind aber alle bereit zu sagen, Wahnsinn, fantastisch, wunderschön. Und genau das wird beim Mammut, beim Mammufanten, meiner Meinung nach auch passieren. Wir werden dieses Tierchen haben und es wird eher sagen, pfeift drauf, mir wurscht, ob das ein echtes Mammut ist oder nicht. Ein 99 oder ein 10% Mammut, schaut aus wie Mammut, ich zahle 500 Eintritt. Gut,
kommen wir auf das Buch konkret zu sprechen. Wir haben noch Zeit für ein bis zwei Zitate. Das ist noch eher vom Beginn des Buches, als es grob noch darum geht, eben in die ganze Geschichte einzudringen, worum es grob geht, den Mammutfunden, weil es werden ja laufend Mammutfunde entdeckt in Sibirien. Und genau um einen solchen Fund geht es eben hier. Das Kapitel spielt im Naturhistorischen Museum und ja, ich würde dann loslegen. Okay. Das Büro von Uschi Fröhlich, der führenden Wirbeltierpaläontologin im Naturhistorischen Museum Wien, entsprach dem Museumsstandard. Extreme Raumhöhe, antike Möbel, riesige Holztüren und Jahrhundertmauern, wie sie es eines historischen Ringstraßengebäudes würdig war. Ist das eine Falte? Die muss neu sein. Ich schwöre dir, die war gestern noch nicht da. Karin, stell dich nicht so an. 40 ist doch heutzutage echt kein Alter mehr. Uschis bayerischer Dialekt hatte seit ihrem Umzug nach Wien etwas gelitten, hob sich aber sprachlich immer noch vom deutlichen Museumsmitarbeiter ab. Du hast leicht reden. Karin betrachtete ihr Spiegelbild auf einer Metalldose, die mit einer bunten Mischung aus Faserstiften und Kugelschreibern gefüllt war. Wenn ich die Garantie hätte, in deinem Alter noch so gut auszusehen, dann würde ich mir keine Sorgen machen. Also so viel älter als du bin ich jetzt auch wieder nicht. Der Computermonitor meldete den Eingang einer Nachricht via Skype. Karin packte die Gelegenheit, beim Schopf das Thema zu beenden und zeigte auf dem Bildschirm. Du hast Post! Luis Morenju stand neben dem Profilfoto eines Mannes mit Campingrucksack. Das braungebrannte Gesicht war vermutlich Mitte 30 und sichtlich gut gelaunt. Eine Zeile darunter in einer Statusleiste stand: Sie werden zurückkommen. Der Knabe sieht nicht schlecht aus, stellte Karin fest. Ist das der Assistent, mit dem du in Amerika Saurier ausbuddeln warst? Ja, das ist Luis Morenji, von dem ich dir schon erzählt habe, murmelte Uschi, während sie in die Nachricht vertieft war. Er schreibt, dass er eine Neuigkeit für mich hat, die alles verändern wird. Sie scrollte nach unten und klang etwas enttäuscht, als sie sagte, nur ein Link. Luis meldet sich später wieder. Da ist er noch online. Uschi schüttelte den Kopf. Na los, klick drauf. Wozu noch warten, wenn du es in der Hand hast, die Welt zu verändern? Uschi klickte den Link an. Ein Video, offensichtlich freihändig gefilmt, zeigte Luis Morenji vor einem dunkelgrünen Zelt. Das Bild war verwackelt, der Ton vom Windrauschen überlagert und das Licht deutete auf eine Aufnahme am späten Nachmittag. Uschi, du errätst nie, wo ich bin, rief Luis in die Kamera. Er ist in Sibirien, konterte sie, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Ich bin in Sibirien, löste Luis das Rätsel nach einer vermeintlich dramatischen Pause. Und ich bin nicht allein hier. Ich weiß, dass du immer skeptisch warst, was meinen Lebenstraum betrifft. Aber jetzt gerade bin ich so nah dran wie nie zuvor. Es wird passieren, Uschi. Wir werden sie zurückholen. Die Folge der Windböe war so heftig, dass sie nichts von der Stimme übrig gelassen hatte. Im Hintergrund war zu erkennen, wie sehr der Sturm dem Zelt zusetzte. Ein Blick in Luis' Gesicht reichte, um zu erahnen, wie kalt es vor Ort sein musste. Dennoch wirkte er ausgesprochen glücklich, vor allem aber aufgeregt. Wovon redet er? Fragte Karin. Mammuts, sagte Uschi emotionslos. Er bringt Mammuts zurück. Aber wohin? Gar nichts bringt er zurück. Uschi schüttelte langsam den Kopf. Das mit den Mammuts ist eine fixe Idee von ihm. Er glaubt, dass es eines Tages gelingen wird, sie zu klonen. Und dann sollen sie einfach wieder auf der Erde herumlaufen wie früher. Wir klonen sie und setzen sie zurück in die Natur. Einfach so, als wäre nichts gewesen. Ja, aber geht das überhaupt? Das Klonen? Irgendwann? Vielleicht. Aber selbst wenn es uns in 50 oder 100 Jahren gelingt, wo willst du die armen Tiere aussetzen? Ihr eiszeitlicher Lebensraum ist seit Jahrtausenden zerstört. Ich meine, die sind ja nicht aus Jux und Tollerei ausgestorben, sondern weil sie überall auf der Welt ihre Weidegründe infolge des damaligen Klimawandels verloren haben. Zumindest ist das die gängige Lehrmeinung, der ich mich anschließe. Das Windrauschen ließ nach und die Stimme von Luis Morenji kehrte zurück. Genau was du jetzt denkst, Uschi, aber diesmal irrst du dich gewaltig. Ich bin nämlich nicht allein nach Sibirien gereist. Kennst du Dr. Kim und sein Team? Ja, der Dr. Kim. Er ist hier und er sitzt keine 5 Meter hinter mir in einem Zelt und analysiert die Proben. Luis deutete nach hinten in die Richtung.
wodurch seine Stimme vorübergehend nicht zu verstehen war. »Wer ist Dr. Kim?«, fragte Karin. »Später.« »Das Beste ist«, fuhr Louis fort, »Sie haben zugestimmt, dass ich dir eine Probe zukommen lasse. Also deinem Museum. Ist das nicht großartig? Das wird eine Riesensache und ich sorge dafür, dass du einen Platz in der ersten Reihe bekommst.« Sein Lächeln kämpfte gegen den eisigen Wind an. »Ach, Uschi, ich wünschte, du wärst hier und könntest diese entscheidenden Stunden der Weltgeschichte miterleben. Es ist genauso...« Er drehte sich zur Seite, als würde er auf eine weit entfernte Stimme reagieren. Sekunden verstrichen, dann hob er bestätigend die Hand und wandte sich wieder der Kamera zu. »Sorry, das war's erstmal von mir. Ich melde mich, sobald ich etwas Luft habe. Im Moment macht uns das Wetter schön zu schaffen. Wenn alles klappt, dann...« 6 sturmverrauschte Sekunden später endete das Video. Ja, ein kleines Spoiler-Alert. Ich sage jetzt nicht die Pointe des ganzen Romans, aber dieser Dr. Kim ist ein koreanischer Mammutforscher und er kämpft aber gegen eine andere Partie, die aus Amerika kommt. Und dann gibt es auch noch natürlich die Russen vor Ort, die auch ein gewisses Interesse haben, was da in ihrem Hinterhof passiert. Und das ist erst der Anfang von einer sehr verwickelten und sehr spannenden, nicht umsonst ein Thriller-Handlung. Ich fürchte, wir sind beide am Ende, aber ich glaube, Sie haben einen ganz guten ersten Eindruck gewonnen. Das Buch ist nicht hier zu bekommen, aber am Stand. Wo ist der Stand? Gleich da unten. Sagen Sie es noch laut. Sagen Sie es laut. Da steht ein Mammut irgendwo. Wir sind dort, wo das Mammut vom Naturhistorischen Museum ist. Ja, genau. Irgendwo da hinten sein. Ja, und würden Sie auch dort signieren? Ja, selbstverständlich, wir signieren. Dann danke fürs Kommen, danke für die Vorstellung. Danke auch. Für die Einführung in dieses Verlags- und Crowdsourcing-Konzept und weiterhin alles Gute bei den nächsten 14 Romanen mit Mitarbeitern. Danke. Vielen Dank. Danke. Das haben Sie zurück.